Die letzten beiden Leveln aus dem letzten Part haben mir sehr gefallen. Ich denke, dass mir der schwierige Modus allmählich sehr viel Spaß macht und ich denke, dass ich mich mit dem Modus bald schon sehr gut anfreunden könnte. Der Ultimate Mario Kart Race. Oh, Mario Kart Race, da bin ich sowas von dabei. Ich finde das Kostüm dazu auch mega geil. Boah. Jawohl, da ist sogar das Kostüm. So, Koopa, du gegen mich. Oh, ist das geil. Ich liebe solche Leveln. Wenn ich diesem Level 5 Sterne geben könnte, würde ich das machen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Es ist ja nicht so, dass du wirklich fährst, Junge. Mann, du bist so ein Blender manchmal. Weißt du das? Ohne Witz jetzt. Immer wenn ich dieses Kostüm anhabe, denke ich, dass ich gerade ein Kart fahre. Let's go. Ich finde das voll cool mit den Blöcken und mit den Münzen. 1 auf 3, 2, 1, let's go. Durch, durch. Oh. Ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Wie Koopa ist schneller als ich. Auf einmal brauche ich ihn. Ah, was für ein geiler Level. Habt ihr das gesehen heute? Wir müssen unbedingt schneller als Koopa sein, ansonsten wird er uns daran hindern, in das Rohr reinzugehen. Es sei denn, wir haben noch das Kostüm an, dann können wir uns das einmal erlauben, uns von ihm berühren zu lassen. Jawohl. Gut, jetzt ist wieder alles okay. Boah, jetzt gegen Monty oder was? Der ist ja am Fliegen. Oh, keine Checkpoint-Flagge. Keine Checkpoint-Flagge. Ich bin viel zu langsam, viel zu langsam. Ja, viel zu langsam. Wobei, solange ich das Kostüm anhab. Oh, sehr schön. Okay. Oh, gegen Lava-Block diesmal. Oh nee, ey. Nicht auf den Schwimmreifen. Oh, diese Schwimmreifen gehen mir so auf die Nerven. Ach was, ich kann mich mit dem Kart an den Ranken festklammern. Was ist das denn, ey? Wo ist denn die Logik? Das habe ich nicht begriffen. Boah, wenn das Ziel hier ist, dann wäre das geil. Checkpoint-Flagge, ja nice, das ist auch super. Dann müssen wir uns das nicht nochmal antun. Ah, Mist, ich wurde zerquetscht. Och nö, voll blöd treffen lassen. Voll blöd treffen lassen. Aber wenn hier die Checkpoint-Flagge ist, dann bedeutet das ja wiederum, dass wir gerade mal so bei 50% sind. Also ist der Level doch noch etwas länger. Oh Mann, ey. Zu hastig gewesen. Schon wieder. Eben war ich zu hastig und das war unüberlegt. Mann, ey. Ich sollte mich nicht gehen lassen bei den Spielen. Komm schon. Komm, Stachy darf mich nicht überholen. Boah, ich habe nur noch das Kostüm an. Jetzt nicht mehr. Boah, ey. Der ist schnell. Der ist schnell. Wo ist mein Kostüm? Oh nein. Ist das der erste Level? Ich hab das schon vergessen. Nee, ich glaube, das ist der zweite Level, den wir uns in diesem Part anschauen. Hoffe ich doch. Oder? Ich hab's gerade echt nicht auf dem Schirm. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist sogar der erste Level. Oh, wie peinlich, ey. Oh, nervt doch nicht. Wieso lasse ich mich da treffen? Aufpassen vor dem Anfang. Toll, ey. Ich hab's noch versucht. Ich hab's noch versucht. Mist, ey, wieso verliere ich da mein Kostüm? Oder ich achte dieses Mal auf das Kostüm und lass mich dann von dem blauen Käfer treffen, weil sonst dauert das echt zu lange hier. Okay, den kann ich noch einholen. Das war sowas von blöd. Ja, der ist noch einfach zu handeln, aber der andere Kollege in Blau, der ist ein bisschen heftig. Okay. So. Hä? Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe es geschafft, mich nicht treffen zu lassen. Weil hier kann ich mich dann gerne treffen lassen. Beziehungsweise hier geht das noch. Nice, sehr schön. Jetzt weg, oder wie?
Oh, mit Kugelglies. Oh, mit Eisblöcken. Nee, ey, die mach ich ja mal gar nicht. Und Kreissäge. Oh, sehr schön. Jawohl. Geiler Level. Dieser Level bekommt einen Stern. Der Schwierigkeitsgrad ist super. Sehr schwierig gestaltet. Aber immer noch sozial bin ich der Meinung. Ich meine, der Level hat wirklich an einem Moment sein Ende genommen, wo es sich wirklich am besten gelohnt hat. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Level. Cool Kid. Das Kostüm ist so cool, ey. Ich liebe Mario Kart. 74 Versuche und es geht weiter mit dem 7. Level. Alerte Augs Plantes Piranhas. Piranhas? Okay. Irgendwas mit Piranha-Pflanzen. Bestimmt ist hier irgendwo eine. Oder ist da ein Pilz? Das wäre nett. Oh, Münzen. Ich würde sagen, dass wir einige mitnehmen, beziehungsweise so viele wie möglich. Yep. So, ist hier irgendetwas Verstecktes? Machen ja einige manchmal gerne. Aber manche wiederum nicht. Kann man hier rein? Nein. Ich glaube, Koopa brauche ich definitiv. Boah, das war knapp. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, um diese Pflanze werde ich mich jetzt kümmern. Ja, sehr schön gemacht. Wobei, ich glaube, Koopa hätte ich noch gebrauchen können. Es sei denn, hier ist irgendwo ein Pilz. Das wäre nice. Ich glaube, Koopa hätte ich doch gebrauchen können. Wegen den Blöcken, die sich hier vorne befinden. Vielleicht ist ja hier was. Ist hier vielleicht noch ein Koopa? Dann könnten wir das herausfinden. Hm. Okay. Oh, okay. Hä, wo kommt der denn her? Wo kommen die denn her, Leute? Aha, du bist also der Übeltäter. Och, verdammt. Ich hab das geahnt. Ich hab das so geahnt, dass er sowas durchziehen wird mit mir. Mann, ey. Ich springe auch immer an ungünstigen Momenten. Ist nicht so, dass ich das beabsichtige. Hallo, warum? Ah, das ging ja nur in New Super Mario Bros. U, stimmt. New Super Mario Bros. 2. Heftiger Typ. Der hat sich nicht anpacken lassen, so wie die anderen Koopas. Schnell Münzen farmen. Ich brauche noch einige. Aufpassen vor dem Feuerball. Oh Mann, es wäre schon cool, wenn hier irgendwo ein Pilz wäre, ne? So, einfach mal stehen bleiben. Genau. Und hier einfach mal überraschen lassen. Genau, ich muss ja nicht auf der linken Seite sein. Ich muss mich auch nicht um die andere... Ach, ich dachte schon, ich muss mich ja auch nicht um die andere Piranha-Pflanze kümmern, wollte ich sagen. Aber ich habe mich gerade halt gewundert. Wo ist denn Koopa? Da ist er. Boah, sag mir bloß nicht, dass da nichts ist. Nee, da ist tatsächlich nichts. Toll, ey. So, sehr schön. Gigantischer Gomba, ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, auf Lucky Two verzichte ich. Hä? Nee, ich kann auf Lucky Two nicht verzichten. Ich brauche Lucky Two. Boah. Oh nee, diesmal habe ich seine Wange berührt. Ja, da war ich eben gerade etwas zu zaghaft, weil ich dachte, er wird mich wieder mit seinen stacheligen Kollegen angreifen. Ah, dieser Level ist nicht ohne. Dieser Level ist nicht ohne. Es ist schwer. Aber machbar. So ist das nicht. Oh, ah, noch nicht, noch nicht. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich nehme den Koopa dieses Mal mit. Wobei, nee, brauche ich nicht. Gumba, deine Hilfe brauche ich definitiv. Sehr schön. Das Trampolin habe ich dieses Mal verzichtet. Ey, wieso laufe ich denn genau dahin? Das passiert mir auch voll oft in den Mario-Spielen. Lucky Two wirft seinen stacheligen Kollegen irgendwo hin und ich laufe genau dahin. Auf richtig blöd.
Mist, ey. Auf ganz unnötig einen Versuch verloren. Okay. Anders geben die keine Ruhe. Ich glaube, das Trampolin werde ich jetzt mitnehmen zur Sicherheit. Wenn ich das hinkriege. Nee, habe ich nicht hingekriegt. Jawohl, sehr schön. So, immer dem Pfeil hinterher. Aufpassen vor den Feuerbällen. Komm mal hier rein. Ach man, was habe ich mir gerade dabei gedacht, da durch unter der Pflanze durchzufliegen. Keine Ahnung. Ist das jetzt der zweite oder der dritte Level? Darauf komme ich auch gerade überhaupt nicht klar. Auf mich wirkt das so, als wäre das schon der dritte Level. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das der zweite Level ist. Na jedenfalls, wenn ich diesen Level abschließen kann, dann werde ich mega happy sein. Ich glaube, dieser Level ist echt nicht ohne. Besonders diese Stelle hier. Oh nee, ey. Warum mache ich das? Ich werde aus meinen eigenen Taten manchmal nicht schlau. Wie wäre es, wenn du einfach mal cool bleibst und konzentriert spielst? Vielleicht wird sich da etwas ändern. Genau, so mache ich das. So, wo ist dein Stachy? Kann man da hoch? Nein. Nein! Oh, schade. Okay, so wie es aussieht, müssen wir unten bleiben. Ja, dieser Fail war jetzt nicht unbedingt schlecht, da ich jetzt weiß, wo ich hin muss. Aber ich hoffe, dass die Qualität etwas besser ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Qualität tatsächlich etwas besser sein wird. Das wäre wunderbar. Vielleicht kann ich dann die Stream-Qualitäten auch somit verbessern. Das wäre nice. Oh. Oh nein, was machst du denn da oben? Hast du auf mich gewartet oder wie? Oh, heftiger Level. Stellt euch mal vor, diese Level wären in den ganz normalen, regulären Mario-Spielen. Meint ihr, die Mario-Fans würden sich solche Spiele dennoch gerne kaufen wollen? Also wären sie motiviert, so ein Spiel zu kaufen, wenn sie wissen, dass ein Level, die einen wahnsinnig machen können? Was denkt ihr? Oh nee, ich bin über seinen Kopf gesprungen, wie ungünstig. So, unten, ne? Genau. Gibt es hier irgendwo eine Feuerblume oder einen Pilz für uns? Hä? Wieso bin ich jetzt diagonal nach unten links gegangen? Das wollte ich gar nicht. Oh Mann, ist das nervig. Oh, sehr schön. Alle Treffer. So, was mache ich jetzt am besten? Mann, es ist ja nicht so schlimm, dass hier Piranha-Pflanzen sind. Das Problem ist, dass sie Feuerbälle spucken. Oh nee, ey, ich glaube, ich bin hier total falsch. Oder? Hä? Oh, wo kommst du denn her? Ey Leute, meint ihr, ich brauche die Wolke? Ich glaube schon, ne? Hä, wo kam denn die Pflanze auf einmal her? Krass. Also ich weiß manchmal echt nicht mehr, was ich sagen soll. In diesem Spiel ist man vor Überraschungen definitiv nicht bewahrt. Man kann von sehr vielen ausgehen. Komm schon, kein Abgrund. Okay. Oh, eine Checkpoint-Flagge. Verdammt ist das eklig. Wie hier ist irgendetwas Verstecktes. Oh, schade. Mann, ich war kurz davor, denke ich, das Ziel sogar zu erreichen.
Oh, Leute, Leute. Wir müssen alles nochmal wiederholen. Okay, so, mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. Ja. Das Ding ist, was ist, wenn ich hier auf diesem Block erstmal stehen bleibe? Nee, ich komme da nicht rüber, das wäre heftig, aber... So, weiter geht's nochmal. Wo habe ich eben gerade gefailt? War das hier? Oder hier? Oh, schade. Ich hätte... Ja, das war meine Schuld. Ich habe nur auf die erste Pflanze gerade geguckt und nicht auf die zweite Pflanze. Oh, ist das heftig. Der Level macht mich verrückt. Ich glaube, nach diesem Level werde ich gut schlafen. Ja. Hoffe ich doch zumindest. Der macht mich wahnsinnig. Oh, schade. Wie viele Versuche habe ich noch? 62? Und das ist der 7. Level? Okay, nice. Naja, so nice auch nicht, aber ich habe jetzt nur nice gedacht, weil ich daran gedacht habe, dass wir danach den 8. Level erreichen werden. Und somit sind wir dann bei der Halbzeit angekommen. Oh ja, das wäre geil, ne? Wenn Lucky 2 jetzt K.O. gegangen wäre wegen dem Feuerball. Oh, okay. Hier einfach durch. Oh, oh. Okay, das war nochmal knapp. Und hier runter. Ah, das reicht leider nicht aus, ne? Mit der Feuerwolke hier auf die obere Seite zu gelangen. Oh, das wäre zu geil. Ich bin ganz kurz still, liebe Leute. Jawohl, sehr schön, Leute. So, jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Okay, weiter geht's von hier aus. Ist hier vielleicht irgendetwas Verstecktes? Run? Wie run? Wie jetzt? Wartet mal. Das meint er nicht ernst, oder? Warte mal, wie ist er jetzt wirklich? Ernsthaft? Soll ich jetzt auf die andere Seite rüberspringen? Okay, dann mache ich das mal. Ach so, ja, okay, alles klar. Ja gut, alles klar. Gut, dass wir uns das nochmal angeschaut haben. Da stand Run. Und das Einzige, was ich darunter verstehe, ist einfach Laufen. Und das Problem ist ja, man sieht halt nicht, ob sich das Ziel auch auf dieser Seite befindet. Hin und wieder lohnt es sich, so wie es aussieht, auch mal... Ja, das, was man liest, zu vertrauen... Weil wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich entweder auf blöd gesucht oder absichtlich nochmal gefailt, um zurückzukehren oder geskippt, ne? Aber cool. Wir konnten einen weiteren Level im schwierigen Modus abschließen. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem 8. Level im schwierigen Modus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.